genau ihnen eine Religion gegeben hat, einen Glauben an sich selber, an irgendetwas. Er hat dieser Region Neapel, die vorher Abschaum war, selbst für den Norden Italiens, Meister wurden Juventus Turin, AC Mailand oder Inter Mailand und sonst niemand. Im Spott auszusitzen. Und erinnerte ich mich noch daran, dass ein Herr namens Donald Trump in den 90er Jahren, Nullerjahren auch einige Bücher geschrieben hat. Zum Beispiel The Art of the Deal, das war damals das erfolgreichste amerikanische Sachbuch überhaupt. Und dann als zweites, Wie man reich wird. Nun ja, natürlich verrät uns Herr Trump nicht wirklich, wie man reich wird, aber es ist schon sehr interessant. 40 reicht. So zeitentwoben wählt Autorin die Form eines modernen Märchens, wo sie über vier Männer in New York erzählt. Eine lange Männerfreundschaft, aber tatsächlich hat ja Yanagihara mehr etwas mit den sozialrevolutionären Romanen eines Michel Houellebecqs zu tun, denn sie exploriert in ihrem Roman die Idee, ob man anstelle des traditionellen Mama-Papa-Kind-Familienverbandes Wahlfamilien stellen kann und wie weit diese Wahlfamilien in den Krisen eines Lebens tragen. Darum geht es in ein wenig Leben und das macht diese Lektüre wirklich aufregend und zeitgenössisch. Na, was Neues gelernt? Ja. Guck mal, da musst du immer nachfragen. Was ist das denn für ein Buch? Was lernen wir denn heute? Das Fingernachfahrbuch. Der Frosch feiert sein Geburtstag. Auf die Libelle ist in Eile, vorbei ist jetzt die Langeweile. In großen Kurven fliegt sie heiter über den Teich und noch viel weiter. Wie war das? Illustrator. So war ich gedacht, so ganz schüchtern. Ja, gut, wenn ich dieses Buch jetzt rausbringe, dann muss ich doch irgendwie ein gutes Cover haben oder so. Und er hat dann, war dann ganz cool, hat gesagt, so, das klingt ganz gut. Ich habe jetzt im Moment gerade keine Zeit, aber so Januar, Februar vielleicht. Ja, dann melde ich mich nochmal. Und ich so, ja, ich melde mich nochmal. Und dann Kalender und da habe ich mit ihm so gemeldet und gesagt, ja, cool, mache ich. Aber so ein bisschen verhandelt. Und dann hat er dieses Cover gemacht. Ja. Und ich fand das so schön, weil Aragorn ist ja im Nebelsee gelebt, in der Innenstadt. Und das hat so ein bisschen was von Nebel, oder? Und dann habe ich gedacht, kann er vielleicht noch ein paar Illustrationen machen. Jetzt ist es eine richtig coole Zusammenarbeit. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, in dieser Welt von Sören weiterzumachen, weil er macht einfach tolle Sachen. Ja, Kapitelillustrationen finde ich auch schön. Ja. Ich schreibe so, wie ich gerne lese. Bücher müssen so aussehen, wie ich sie gerne mag.
deine Dings, deine Ausschuhe. Die müssen jetzt leider hier bleiben. Kaffee lacht mich an. Kaffee lacht mich immer an. Herzlich willkommen. Dankeschön. Die Wanderapothekerin im 12., nee, jetzt bin ich im falschen Jahrhundert, im 18. Jahrhundert. Bei der Sabine Ebert war es das 12., jetzt sind wir im 18. Jahrhundert. Was hatten die Wanderapotheker damals für ein Los? Ja, sie haben Heilmittel, die von Laboranten in ihrer Heimat hergestellt wurden, quer durch Deutschland und teilweise auch Europa getragen. Zu Beginn zogen sie einfach nur mit ihrem Ref, wie man das Gestell, das sie auf dem Rücken trugen, nannte, und ein paar Kügel mit, wo die Salben und ganzen Sand drin waren. Später wurden die Refs dann etwas aufwendiger, hatte kleinere Sachen. Da wusste er dann auch, was der jeweilige will, hat das mit hingebracht. Das war natürlich auch eine gewisse Sache. Zum einen brauchten die Laboranten die Erlaubnis des Landesfürsten, dass sie diese Heilmittel herstellen durften. Zum anderen brauchten dann die Laboranten auch die Erlaubnis der verschiedensten Fürstentümer und Landesherren in Deutschland und Umgebung, damit ihre Wanderapotheker oder Buckelapotheker, wie sie auch genannt wurden, dort ihre Sachen verkaufen. Erst den Ernährer, den Vater verloren haben und dann auch noch den älteren Bruder unserer Heldin, der ebenfalls dann versucht hat, obwohl er eigentlich ein bisschen jung war, sich den Spuren seines Vaters zu folgen. Und er wurde Buckelapotheker und verschwand genauso. Jetzt stand die Familie praktisch vor dem Nichts. Es gab jüngere Geschwister und unsere Heldin hat dann gesagt, okay, ich versuche den Spuren meines Vaters sozusagen zu folgen, die Familie zu ernähren, die Schulden, die wir beim Laboranten haben, auch abzubezahlen. Denn sie wären sonst als Bettler von ihrem kleinen Häuschen und mit dem winzigen Hof vertrieben worden. Hier sitzen also im Bus. Ja, ich gucke auch gar nicht mehr. Die Kamera noch nicht. Wir sitzen jetzt im Bus. Wer sein Haustier im Fernbus mitnimmt, hat es nicht verdient. Aber in der Kamera sehen wir eigentlich noch richtig gut aus, oder? Ja, also ich fühle mich auch nicht so aufständig. Warum? Es geht. Wir hoffen, es geht gleich los. Die 4 Tage waren schön, aber anstrengend. Aber nicht so anstrengend wie gedacht. Nee, das stimmt. Aber ein bisschen verpasst. Ich habe das Gefühl, irgendwie haben wir was verpasst. Aber übernehme ich den Bus. Beobachtet mich mit der Rissen umkennst du.